Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich habe mal meine Mikroposition ein klein wenig verändert, sodass ich ein bisschen bequemer sitzen kann. Ich weiß nicht, ob das Ganze so funktioniert. Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Gang. Okay, diesmal merke ich es mir. Beim letzten Mal habe ich es mir nicht gemerkt. Ach der, genau. Ich quatsch den einfach mal an. Ich bin ja beim letzten Mal, habe ich ja schon vor der Bibliothek aufgehört. Dieses Mal allerdings hat der leider im Gemeinschaftsraum geladen. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ja, möchte ich. Jetzt reg ich ab. Achso, wie rennt man nochmal? So rennt man, okay. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Oh, da hat das Bild sich ein bisschen rumgespackt hier. Nein, danke, später. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich in der Bibliothek aufgehört. Dieses Mal hat er aber leider hier geladen. Deswegen muss ich jetzt den Weg quasi nochmal gehen. Mir macht das aber nichts. Ah, hier. Ach, deswegen bin ich da nicht runtergegangen. Warum sprichst du nicht mit diesem Porträt? Vielleicht erlaubt es uns, den Geheimgang zu benutzen. Ja, mache ich doch mal. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerne... Sie bewachen einen Geheimgang, nicht wahr? Was für ein aufgeweckter Bursche. Deine Vermutung ist korrekt. Ich bewache einen solchen Gang und ich lasse nur die hinein, die einen scharfen Verstand besitzen. Ich muss einen Test bestehen? Richtig. Ich möchte deinen Verstand auf die Probe stellen. Finde einen Erstklässler von Ravenclaw und finde heraus, woher Rowena Ravenclaw stammte. Eine einfache Aufgabe, aber äußerst wissenswert. Okay. Ich finde, der Sound ist relativ laut. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so schlimm. Ich kann den Sound ja hier leider nicht verstellen, mal wieder. Okay, ich brauche einen Ravenclaw. Ich guck mal unten in der Eingangshalle, da scharwenzeln immer ganz viele Schüler rum. Halt. Müsste man sein. Hi. Du bist, glaube ich, ein Ravenclaw. Nee, du bist ein Slytherin, ne? Nee, cool. Hier, du. Hallo. Ich möchte dich gerne ansprechen. Hey! Weißt du, woher Rowena Ravenclaw stammte? Ja, natürlich. Rowena Ravenclaw stammte aus den Bergen. Ach ja, danke. Aus den Bergen. Alles klar. Gut zu wissen. Von den blauen Bergen kommen wir. Okay, dann sage ich dem das mal. An dieser Stelle einen ganz netten Gruß mal an Anime-Fangirl, Girl, wie auch immer. Und Rowena Ravenclaw stammte aus den Bergen. Bam. Ausgezeichnet! Meine hohe Meinung von Ravenclaw wurde erneut bestätigt. Das wäre mindestens ein O für ohnegleichen. Tritt ein. Das will ich aber auch mal. Sag beim nächsten Mal einfach Wissensdurst. Alles klar. Ein toller Tag zum Lernen. Ja, nun komm, lass mich durch. Fitzbold. Wissensdurst. Hallo. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Ja, danke schön. Jetzt mach auf. Dankeschön. Wie gesagt, ein kurzer Gruß an Anime-Fangirl. Es freut mich sehr, dass dir meine Videos so sehr gefallen. Dadurch, dass du Anime-Fangirl heißt, gehe ich mal stark davon aus, dass du ein Mädchen bist. Ich hab mir tatsächlich auch mal deine Videos angeschaut. Dem entnehme ich, dass du ja erstmal Anime-Fan und vor allem Naruto-Fan bist. Habe ich auch sehr lange mal geschaut, Naruto, muss ich zugeben. Hab aber irgendwann bei Shippuden aufgehört. Und muss auch zugeben, dass mir die ganzen Filler irgendwie ziemlich auf den Sack gehen. Irgendwann kann ich einfach keine Filler mehr sehen. Oh, hier könnte man zum Beispiel versuchen, das Bild anzubringen. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Bibliothek. Gehen wir zur Bibliothek. Das Buch müsste hier irgendwo sein. Okay. Ich würde mich ja ganz gerne mal richtig umschauen. Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir darauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Na toll, ist ja ausgerechnet da oben ist es, war ja klar. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Hä? Depulso! Wingardium Leviosa! Das ist eine Bibliothek. Ja, ich weiß. So, und jetzt? Irgendwer müsste darauf, richtig? Und wie breche ich den Zauber ab? So breche ich ihn ab, okay. Hat jemand ein Netz? Och nö. Komm schon. Ein weiterer Grund für die neue Position meines Mikros
ist die Tatsache, dass es mich ein bisschen genervt hat, dass ich die ganze Zeit diese Klickgeräusche von der Maus und von der Tastatur immer im... Ja, ich sag's mal... Während zwischen meinen Let's Plays hatte... Oh mein Gott! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich muss... ups. Ah, sorry! Bitte nicht wieder vorkommen. Komm schon! Uppa. Oh, Verzeihung. Oh mein Gott, die guten Bücher. Nein. So, ablegen. Und jetzt geht's los. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Achtung, es bewegt sich wieder. Och komm, ich hab keinen Bock mehr. Ja, absolut aufregendes Leben. Das Leben von Harry Potter ist immer aufregend, egal in welchem Schuljahr man ist. Warum staubt das Buch so extrem? Und war das vorhin nicht dunkler? Oh, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Okay. Oh. Kann ich das auch höher fliegen lassen? Nein, anscheinend nicht. Entschuldigung. Sorry. Verzeihung. Ich müsste mal... Das ist eine Bibliothek. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, mein Freund. Hier stehen ganz viele Bücherregale und überall... Hermine, du bist im Weg. Einen schönen Tag wünsche ich. Jeder ist mir hier irgendwie im Weg, kann das sein? So, und jetzt lass mich dieses... Nur mein Besen. Och, Mann. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ja, jetzt bleib da unten, lass dich mitnehmen, ey. Eine Scheiße da. So. Savant. Das ist nicht das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwohin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wär's mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee! Und die Karte des Rumtreibers. Natürlich. Ist das aus der verbotenen Abteilung? Oh mein Gott, aber sie sagte doch, das ist nicht das richtige Buch, oder? Habe ich mich jetzt verhört? Ah, ich weiß es nicht. Jedenfalls... Le... Karte... Der Rumtreiber. T für Toilette, ne? Wahrscheinlich relativ weit unten. ST. Nein. Myrtes Badezimmer. Mit M, okay. Oh mein Gott. Ich muss doch aus der Bibliothek raus, ne? Wäre eigentlich relativ logisch. Hallo, was tut ihr? Steuerung ist mal wieder très bien. Oh. Ja, da lang. Okay. Manchmal kommen die Füße nicht so ganz hinterher. Kann das sein? Jetzt muss ich wieder hier hin. Okay. Wissensdurst. Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. What? Woher kennst du meinen Namen? Ich hab dir nie meinen Namen gesagt. Muss ich jetzt hoch oder runter? Runter, ne? Hallo. Hallo. Ach, jung müsste man sein. Ja, ja. Seid ihr aber nicht mehr, Edge. Okay. Ah. Oh, ich komm zu reparieren. Reparo! Oh, Baby. Nein, er ist es. Hä? Oh, hallo. Wie gesagt, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger, dass mich hier jeder beleidigt und jeder denkt so, Harry, geh auf den Weg, ey. Schlimm sowas. Echt schlimm. Entschuldige mal. Du behinderst meine Reparaturarbeiten und rennst irgendwie komischerweise im Kreis. Warum auch immer. So, welche Richtung, meine Füßchen? Weist mir den Weg. Dum, da, da, dum, da. Warum liegen hier alle Bilder auf dem Boden? Wer hat denn hier so randaliert? Peeves? Bist du das? Was ich allerdings, wie gesagt, mega gut finde, keine Ladebildschirme. Professor Umbridge wird ihn beseitigen. Sei still. Och, Leute. Echt, die geht mir auf den Sack. Hier längs. Und open the door. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Wir sind doch schon da. Keine Ahnung, warum es in die verbotene Abteilung gehört. Ein Buch über die praktische Anwendung von Zaubern. Das ist es also. Praktische Anwendung. Ich wette, Umbridge hat es dort hingestellt, damit wir keine Zauber üben. Na los, Harry, welchen sollen wir lernen? Der eignet sich für den Anfang ganz gut. Incendio. Hier steht, man soll den Zauberstab ausrichten, ihn dann so schwenken und den Zauber sprechen.
Aha. Verflixt! Incendio! Prima, zünde eine andere an. Na komm schon. Super. Versuchen wir es mal bei den Lampen hier. Na los, Harry. Hä? Warum? Hab ich doch schon. Die brennen doch alle, oder? Ja, okay, nicht alle, aber die meisten. Juhu! Fehlt noch eine? Da fehlt noch eine. Oh mein Gott! Licht aus! Ich hab Kopfschmerzen! Oh. Du bist's, Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Hallo, Myrte. Hab ich das? Dieses Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Ja. Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Mhm. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Warum muss man sich darauf vorbereiten? Sirius! So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Sie lässt uns nicht zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zaubererarmee aufbaut. Da kommt jemand! Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Noch kürzer Mann, fassen könnte man es nicht. Klasse. Ne? Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Die DA. Hey, das war ein cooler Übergang. Wir müssen uns selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Wenn du sowas wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst. Oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen Voldemort. Sie machen alle mit. Wir müssen Neville finden. Suchen wir Neville. Warum müssen wir ihn finden? Check ich nicht. Okay, jetzt versuche ich nochmal diesen komischen Wicht hier irgendwie ausfindig zu machen. Würde sich das Bild bitte mal richtig drehen? Oh Gott, diese Kameraführung. Ist das eigentlich... Ich glaube, das ist auch für Dings ausgerichtet. Für... Kletter hier hoch. Ich bin dabei. Ups. Wingardium Leviosa. So, jetzt aber. Oh, oh, verzeihen. Entschuldigung. Oh, sorry. Kann ich hier abstellen? Ich will mit dir reden. Ja, ich bin noch dabei. Warte, lass mich einfach hier raufklettern. Fertig. Kann der da rauf? Hallo? Kletter da hoch. Klettern. Geht nicht. Kann ich den Tisch hier abstellen? Na los, stell dich irgendwo drauf. Yeah. Fliegende Kissen. Kann ich das nur mit dem Tisch? Mit dem... Ja, anscheinend. Nein, komm schon. Okay, ich stell mich jetzt einfach mal hier hin. Bei der Tür! Bei der Tür, genau. So, dann stelle ich den Tisch jetzt einmal hier hin. Dann kletter ich mal drauf. Gucken, ob der dann... Hi, du da. Weißt du mir auch zu? Wingardium Leviosa! So, weg mit dem Ding. So, und jetzt versuche ich es nochmal mit dem Tisch. Kann ich den? Nein. Hier, da. Nein, hey, taube Nuss, ich bin hier oben. Hey, ich versuch's doch. Reg's ab, ey. Au. Tisch, verdammte Hacke. Kletter hier hoch. Boah, heilige Scheiße, ist das anstrengend. Nein, steck den scheiß Zauberstab weg. Wie kann er den Zauberstab wegstecken? Indem ich vielleicht nochmal hier drauf drücke? Ey, komm schon, jetzt rede du mit Du hast dir. Vielleicht eine lange Leitung. Hör zu, ich habe deinen Schnatz gefunden. Ich selbst habe meinen aber in einem der Porträts hier verloren. Wenn du meinen Schnatz findest, gebe ich dir deinen. Okay? Mein Schnatz? Okay, wartet. Ich habe ihn gefunden. Hi, du. Schnatz. Entschuldigung. Entschuldigung.
Ist das Ihr Schnatz? Schnatz? Was für ein Schnatz? Der an Ihrem Kopf. Hat der alte Kauz etwa meinen Schnatz? Wie hast du mich genannt? Du alter Taugenichts! Gib mir meinen Schnatz! Erst wenn du dich bei mir entschuldigst! Evers! Wie kannst du es wagen? Ha, du hast verloren! Einem guten Sucher entgeht kein Schnatz. Hier ist deine Belohnung, Harry. Yay! Wow, sind das viele Punkte. Geschafft! Geschafft! Seit 1843 hat mich niemand mehr so beleidigt. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Sieh nach, was drin ist. Mein Gott, dass die Male so unhöflich werden müssen direkt. Das ist ja fürchterlich. Okay, Sekunde, wann habe ich angefangen? 38? Okay, heißt also, dieser Schnatz geht mir jetzt so dezent auf den Piss, wenn ich ehrlich bin. Kann ich den einsammeln? Ich weiß es nicht. Gut, ich müsste an der Stelle dann auch den Part schon beenden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wir haben einen neuen Zauber gelernt und werden den beim nächsten Mal hoffentlich auch einsetzen. Und wir haben Dumbledore's Armee gegründet. Way! An dem ich gar nicht wirklich beteiligt war, weil es eine einzelne Filmsequenz war. Und ich finde es trotzdem cool. Ich hoffe, ja, wie gesagt, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und lasst ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, viele Grüße an Anime-Fangirl. Freut mich, dass dir die Folgen so gefallen. Und ich hoffe, du bleibst mir weiterhin treu. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.